Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever. Wir sind zurück hier in Pittsburgh zur Kampagnenmission Nummer, was ist es denn? 2, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist das die zweite Mission in Amerika? Auf jeden Fall sind wir unterwegs mit unserem Kohlezug, der ja Nikola Tesla noch mit Kohle versorgen soll. Das sollte jetzt eigentlich klappen, sobald er ankommt und die Kohle dann per Kutschfuhrwerken angekommen ist. Sollte das klappen, dass wir dieses Ziel erreichen. Allerdings haben wir noch eine Medaille offen. Und zwar überschüttet Tesla mit Kohle. Ich schätze mal, dass das bedeutet, dass der besonders viel anbekommen muss. Jetzt würde ich gerne mal schauen. 2,6 Millionen ist der Wert von diesem Zug. Ich würde gerne einen zweiten einsetzen, um das möglicherweise hinzubekommen. Vielleicht aber auch mit etwas weniger Waggons. Vielleicht mit 6 erstmal. So, der soll dann bitte auch einmal auf dieser Linie schon fahren. So, und der kann da zwar nur 42 Kohle mitnehmen, aber ist ja erstmal besser als gar nichts. Und vielleicht reicht das ja auch schon, um den dann hier mit Kohle zu überschütten. So, jetzt ist es natürlich so, dass die hier ankommt. Und jetzt, die können mal 5, das heißt, es dauert jetzt einige Male, bis die dann wirklich abtransportiert werden von den Pferdefuhrwerken. Jetzt können wir mal gucken, weil wir machen... Ja, wir machen auf allen Linien Gewinn. Der Wahnsinn. 1,09 Millionen. Auf der Kohlelinie auch fast 1 Million. Also das ist ja Wahnsinn. Da fehlt es jetzt noch ein bisschen am Geld. Ich würde gerne noch einen zweiten Zug einsetzen, zweiten Personenzug. Allerdings muss dann erst irgendein Zug nochmal ankommen. Im Moment sind die alle unterwegs, das heißt, es fehlt da ein bisschen am Geld. Da müssen wir einen kleinen Moment warten, bis zum Beispiel der Personenzug nochmal ankommt. Behalten wir uns hier oben. Und theoretisch müssten wir auch die hier in den Städten nochmal ausbauen, aber vielleicht reicht es ja auch. Das mit der Kohle sollte jetzt hinhauen. Und Gütige, das Geld geht weg wie warme Semmel. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken. Brauchen wir nicht. Und ein weiteres Mal aushelfen. Das ist aber definitiv das letzte Mal. Brauchen wir auf keinen Fall. Wir sind noch im Plus und sobald die Züge alle ankommen, dann hier der Kohlezug. Ja, seht ihr, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt muss nur noch die Tram genügend Leute hin und her kutschieren. So. Und noch einen Wagen würde ich gerne anhängen, dann werden wir den losschicken. Auf unsere Linie, so, zack. Sind wir zwar im Minus, aber das sollte sich ja regeln, sobald die Züge fahren. Jetzt wird es ganz knapp mit der Tram. Warte mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das von der Zeit her nicht schaffen. Wäre aber eigentlich super möglich gewesen. Ein Zug muss nochmal ankommen, dass wir nochmal Trams kaufen können. In der Zeit. Das wird, glaube ich, nichts mit der Zeit.
in dem einen Jahr, in diesem halben Jahr, was wir jetzt noch haben, werden wir nicht. Gucken wir mal. Wir setzen einfach noch mehr ein. Wir haben ja ein bisschen Geld, so dass es klappen könnte. Wir müssen halt jetzt auch erstmal alle ihre Wege finden, ne? Die zum Beispiel fahren in die falsche Richtung, ich weiß gar nicht, was die tun wollen. Ah, vielleicht wird es was. Ganz knapp könnte es knapp. Das könnte knapp reichen. Wenn die jetzt ihre Linie finden würden, würde es hochgehen. Ich befürchte, dass wir es in der Zeit nicht schaffen. Obwohl hier zum Beispiel ja 72 Leute warten. Müssen die erst aussteigen oder was? Wann zählt es denn? Die nehmen doch hier schon überall Leute mit. Keine Ahnung, wann zählt das? Wenn die wieder aussteigen wahrscheinlich. Ja, schade, das wird auf jeden Fall nichts, würde ich mal so schätzen. Es sei denn, die ganzen Leute, die hier stehen, die steigen alle auf einmal an irgendeiner Haltestelle wieder aus. Der hat zum Beispiel jetzt Gewinn gemacht, aber es ist ja nichts dazugekommen. Ach, in Southside. Nein. Das zählt. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Das zählt nur hier unten. Wir hätten hier nur eine bauen müssen. Ah, ist das ärgerlich. Ja, okay. Mein Fehler. Dann kriegen wir die Medaille nicht, weil da habe ich nicht drauf geachtet. Also das werden wir nicht hinkriegen. Weil eben nur hier unten sind. Wir hätten hier mehr Haltestellen machen müssen, dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Seht ihr? Doch! Bis, ja gut, wir sind ja auch 1890 noch. Ja, okay. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. An den Niagara-Fällen soll bald ein Wasserkraftwerk Strom produzieren und die Betriebsgesellschaft ist auf der Suche nach jenem Mann, der dieses Kraftwerk zu bauen vermag. Das kann nur einer sein. Wenn es George Westinghouse gelingt, seinen Absatz noch ein klein wenig zu steigern, wird er den Zuschlag erhalten und damit endgültig den Sieg im Stromkrieg davontragen. Während wir die Beteiligungen an seinem Unternehmen davontragen, die einiges an Wert gewonnen haben. Okay, mehr Maschinen. Die Nachfrage können wir steigern, indem wir hier einfach mehr hinbringen, anstatt nach Pittsburgh. Das fehlt denen für die Produktion. Eisen. Also mehr Eisentransporte. So. Das heißt, da wird mehr Eisen transportiert. Und hier unten brauchen wir welche, die Stahl, Bretter und welche ohne. Die das hier unten nochmal hin und her fahren. So.
Und dann vielleicht auch nochmal welche, die es in die Stadt bringen. Weil solange wir hier die Nachfrage haben, 1% ist versorgt, brauchen wir das ja gar nicht nach hier hinten zu bringen. Würde ich mal so sagen. So, der ist jetzt schon mal gar nicht mehr voll. Ganz weil jetzt eben auch mehr Züge fahren. Um das Ganze zu versorgen, könnten wir natürlich jetzt sagen, die bringen die Maschinen hier hoch und wir fahren das per Zug auch nach hier unten. Das würde natürlich funktionieren, aber wir wollen ja auch das mit der Kohle erreichen. Der hat aber zum Beispiel im Moment gar nichts geladen. Warum? Warum nimmt er jetzt keine Kohle mehr? Jetzt doch, jetzt sammelt es sich wieder. Habe ich mich da verguckt? Wahrscheinlich. Müssen wir doch noch ein bisschen mehr Kohle holen. Zack. Es funktioniert super. Wir machen ordentlich Gewinne. Können wir mal nachschauen jetzt hier. Ja, guck mal, die Linie macht zum Beispiel 187 nur mit Pferdefuhrwerken, die macht Minus. Wahrscheinlich hat die tatsächlich doch nichts abgeliefert. Was sagt der hier? Ja, ist aber auch nicht mehr geworden. Warum auch immer. Weil es kurzfristig mal eingebrochen ist irgendwie. Ich weiß halt nicht, was das bedeutet, dass man den überschütten soll mit Kohle. Das ist halt die Frage. So. Ein bisschen schneller abtransportieren hier. Vielleicht muss das Potenzial irgendwas übersteigen oder so, keine Ahnung. Oder man muss 1000 anliefern oder so. Ich weiß nicht, wie viel wir schon haben jetzt. Auf jeden Fall bringt der jetzt wieder ordentlich Geld rein. Wir haben jetzt 5 Millionen. 5,5 Millionen sogar. Könnte dann jetzt sagen, wir haben ja das Geld jetzt und brauchen das nicht länger, dass wir dem hier ziehen. Ich glaube, der andere hat auch 10 Wagen. Ja, dass man dem 10 Wagen gibt hier und den beim nächsten Mal schon einmal ersetzt. Dass noch mehr Kohle antransportiert wird da drüben. Weil ansonsten, ich weiß halt nicht, wann das. Oh! Okay. Geschafft. Damit haben wir alle Medaillen erfüllt, ne? Wahnsinn.
und auch mit dem Geld deutlich besser zurechtgekommen. Also es macht schon Sinn, nur die ganz wichtigen Linien wirklich per Zug zu verbinden. Und gut, dass wir jetzt zum Beispiel von hier nicht darunter auch noch eine Bahnlinie gebaut haben. Dann wird es auch durcheinander, aber die Züge müssen immer warten. Es klappt mit LKWs schon gut. Wir haben das ja hier eben gesehen, dass die zum Beispiel auch ordentlich Gewinne abwerfen, wenn du genügend LKWs halt draufsetzt. Jetzt müssen wir nur noch genug Maschinen produzieren. Klasse. Was brauchen die noch? Bretter. Das heißt, die müssten hier unten noch ein bisschen mehr Bretter fahren. Da. Welche Linie ist denn das? Da. Die. Nee, das war falsch. Bitte automatisch in die Stadt. So. Das ist immer Stamm. Macht ja nichts. Perfekt. Gleich haben wir es. Was müssen wir dann machen? Wow, jetzt ist das mit der Kohle ja Wahnsinn hier. Oder auch die Züge hier. Das ist eine richtig profitable Strecke zwischen den Städten. Die haben natürlich jetzt hier ein Problem, weil alle in dieses eine Ding hier rein wollen. Aber egal. Aber vielleicht müssen wir es dann doch gleich als nächsten Schritt hier eine bestimmte Versorgung noch erreichen. Es wird ja einen Grund gehabt haben, dass wir das hier hinliefern sollten, theoretisch. Ganz Pittsburgh ist elektrifiziert. Der Siegeszug des Wechselstroms ist nicht mehr aufzuhalten. Der Stromkrieg ist gewonnen. Ja, das war's tatsächlich mit der Mission hier. Alle 5 Medaillen gewonnen. Sehr schön. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Es geht dann demnächst entweder mit, ich muss mal gucken, was als nächstes kommt. Ob es nochmal mit Amerika weitergeht oder Europa. Eigentlich wollte ich es im Wechsel machen. So ein bisschen müssen wir mal gucken, worauf ich Bock habe. Es geht auf jeden Fall weiter mit den Kampagnenmissionen dann hier in Transport Fever. Also abonniert gerne auch den Kanal, um nichts zu verpassen, alles natürlich kostenlos und dann sehen wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Bis dann, euer Kevin. Bye bye.